Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Die Frage, die sich für viele stellt, ist: Sollte man beim Halloween-Fest mitmachen? Hierzu müssen wir erstmal wissen, was Halloween überhaupt ist. Was hat das für einen Ursprung? Was wird dort genau gemacht? So, und dann habe ich einfach hier, zeige ich mal kurz aus einem Zeitungsbericht, wo halt darüber gesprochen wird, was das genau ist. Halloween oder auch All Hallows Eve hat einen irischen Ursprung, geht auf eines der vier großen keltischen Feste zurück. Samhain. Samhain bedeutet so viel wie das Ende des Sommers und wurde beginnend am Vorabend des 1. November gefeiert. Es war das keltische Neujahrsfest, markierte den Beginn des Winters und stellte auch eine Art Erntefest dar. Die Kelten glaubten, dass an diesem Abend die Tore zur Unterwelt offen stehen. Die Kelten glaubten an diesem Tag die Tore zur Unterwelt, zu den Dämonen offen stehen. Was in dieser Nacht dann passierte, darüber herrscht bis heute Uneinigkeit, Geschichten aber gibt es viele. So. Erstens, auf den Hügeln sollen gewaltige Feuer gebrannt werden. Diese werden entzündet, um böse Geister zu vertreiben. Ja, das heißt, die Tore zur Unterwelt sind ja auf und jetzt wollen wir böse Geister vertreiben. Die Menschen fürchten, dass sich die Toten an ihnen rächen wollten und verkleiden sich daher totenähnlich und unheimlich, um böse Geister abzuwehren. Das heißt, es ist eine Art Dämonenbeschwörung. Ja, das ist eine Art Dämonenbeschwörung. So, dann. Die Toten sollten in dieser Nacht wieder auf der Erde wandeln, um ihre Verwandten zu besuchen. Also wurden sie mit Süßigkeiten und Lichtern willkommen geheißen. In die USA kam Halloween erst am 19. Jahrhundert mit den irischen Einwanderern, die ihre Bräuche mitbrachten. So. Die Legende von Jack O'Lantern. Die Geschichte beginnt, als der Teufel am Tag von einer Heiligen wieder einmal auf der Suche nach neuen Seelen war. In einer Kneipe traf er den irischen Hufschmied und Trunkenbold Jack Oldfield, um ihn zu holen. Dieser bot dem Teufel seine Seele im Austausch für einen letzten Drink. Lucifer hatte nichts dagegen, ihm den letzten Drink zu spendieren. Da der Teufel kein Geld dabei hatte, verwandelte er sich dabei selbst in eine Münze. Statt jedoch damit zu bezahlen, legte Jack die Münze zusammen mit einem Silberkreuz in einen Geldbeutel. Lucifer war gefangen und konnte sich nicht mehr. Mit anderen Worten, ja, diese ganze Sache geht auf einen religiösen Brauch zurück, dieses ganze Fest. Und es gibt heute noch Leute, die das so praktizieren. Wenn es bei uns um Feste geht und wir sagen, sind diese Feste erlaubt oder verboten? Prinzipiell haben wir im Islam zwei Feste, Eid al-Adha und Eid al-Fitr. Das geht klar aus einem Hadith des Propheten hervor. Ja, und jetzt könnte man natürlich damit argumentieren, was ist mit persönlichen Festen, was ist mit persönlichen, privaten Festen etc. etc. Das Problem ist hier, dass wir es hier mit einer pseudoreligiösen oder dämonenbeschwörenden Ursprung zu tun haben. Würde einer von uns an einem, und jetzt soll man sich dann verkleiden, wenn man weiß, das heißt vom Herzen her, soll man sich dann verkleiden oder soll man die Kinder verkleiden, ja, und noch als Satane verkleiden eventuell oder als Dämonen verkleiden oder als Tote verkleiden, ja, um damit Dämonen abzuwehren, wenn man sie nicht damit eher anzieht, irgendwelche Djinn, ja. Soll man das machen als Imitation? Ist das eine Bidda? Eine Bidda ist, wenn man etwas macht, um sich damit religiös jemandem zu nähern. Ja? Mit der Absicht macht das ja keiner. Aber ist das nicht eine Imitation der Götzendiener? Man tashabba bikaumin fahuwa minhum. Wer ein Volk imitiert, der gehört zu ihnen. Sicherlich gibt es dazu unterschiedliche Meinungen. Wie bei fast allen Sachen, die im Koran und Sunna nicht explizit eindeutig erwähnt werden. Aber man soll sich selber fragen, ob man an einem Fest, ob man sich wirklich als gläubiger Muslim im Herzen wohlfühlen sollte, an einem Fest teilzunehmen,
was so einen Ursprung hat und diesen ganzen Quatsch mitzumachen. Und deswegen würde ich hier den Ratschlag geben, der Meinung der Gelehrten zu folgen, die es als verboten ansehen, an diesem Teil in any way, shape or form, ja, mitzumachen. Und das ist auch gar kein Problem. Wir müssen lernen, zu unserer Religion zu stehen und für unsere Religion einzustehen. Und nicht immer dieses bei jeder Sache mitmachen, damit man lieb gehabt wird und damit man Respekt vor einem hat, indem man sagt, schau mal, ich finde dieses Fest und irgendwas verpeilt. Als ich Jugendlicher war, hat man das noch nicht gefeiert. Einfach, wenn jemand klingelt, will Süßigkeiten haben, Türen nicht aufmachen. Selber mit den Kindern kann man 10.000 andere schöne Sachen an dem Tag machen, anstatt sie die rauszuschicken, vielleicht sogar noch als Satan verkleidet oder als Dämon verkleidet oder als Toter oder als Zombie verkleidet. Ja? So, das ist absolut, liebe Geschwister, deswegen sage ich nur, würde ich auf jeden Fall davon Abstand nehmen, das ist mein Ratschlag an euch, weil man sehr, sehr groß Gefahr läuft, in dieser Sache wirklich ein Volk zu imitieren, mit dem man nichts zu tun haben will. Und für die Bewahrung der muslimischen Identität, auf die wir stolz sein sollten, ja, die wir bewahren sollten, ist das wirklich das, was gottesfürchtiger ist. Und aus der Erfahrung heraus habe ich persönlich die Erfahrung, aber natürlich meine persönliche Erfahrung ist kein Urteil in der Religion, aber ein Ratschlag, den ich aus meiner persönlichen Erfahrung gebe, ist, dass diejenigen, die solche Feste meiden, in den meisten Fällen auch die Religion ernster nehmen. Es ist sehr häufig so, man hat eine Sache, die mehrdeutig ist, ja, und das sagt der Prophet, das, was halal ist, ist klar, das, was haram ist, ist klar. Und dazwischen gibt es Sachen, die mehrdeutig sind. Wer sich von den Mehrdeutigen fernhält, der hat das Richtige für seine Religion und für seine Ehre getan. Sinngemäße Übersetzung. Und man sieht oft, Leute fangen an, immer wieder diesen Sachen, ach ja, da gibt es eine Meinungsverschiedenheit, ach ja, da gibt es eine Meinungsverschiedenheit, ach ja, da gibt es eine Meinungsverschiedenheit. Und irgendwann stehen sie selber auf der Tanzfläche. Und der Prophet a.s. sagte, lass was in dir Zweifel weg, für das, was in dir keinen Zweifel weg. Deswegen, anstatt Halloween zu feiern, mach das, was in dir keinen Zweifel weg, mach einen schönen Abend mit deiner Familie. Es gibt 1000 Alternativen. Für alles, was verboten ist, gibt es so viele Alternativen. Für Schweinefleisch, wir können so viele Fleischsorten essen. Für Alkohol, wir können so viele Getränke trinken. Es gibt immer viele Alternativen. Deswegen, mein Ratschlag an alle, haltet euch von Halloween fern, behaltet die islamische Identität und lauft nicht die Gefahr, in den Hadith reinzufallen, wo der Prophet sagt, Man tashabba bi qaumin fahuwa minhum, wer ein Volk imitiert, der gehört zu ihnen. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum wa lisa'il muslimin, subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.